Strophanthus ist eine kräftige Liane. Strophanthus ist ein scheues Wesen. Noch vor weniger als 100 Jahren schwangen sich Strophanthus-Lianen die Baumwipfel hoch an diesem Flussufer im Süden von Kamerun. Diese Brücke, aus Kaiser Wilhelms Zeiten unter deutschem Regiment erbaut, steht noch heute. Alle Achtung! Mit der Zivilisation dehnte sich das Farmland aus und veränderte die Flora. Heute wird das Flussufer von riesigen Bambusgewächsen dominiert, von archaischer Wucht. Doch der Bambus saugt das meiste Wasser aus dem Boden. Strophanthus zog sich in die unwegsame Wildnis der Berge zurück. Meine Reise in den Kamerun im Dezember 2015 hatte den Zweck, der Strophanthin-Versorgung hierzulande auf die Sprünge zu helfen. Zumindest es zu versuchen. Unser Standort, ein 100 Jahre alter deutscher Kolonialpalast in einer späten Phase seines Verfalls. Umgeben von Bananen, Kakao, Latex. Wasser gibt's vom Fluss, Strom wird gelegt. Wir fühlten uns bald heimisch in unserem Domizil. Ein Pygmäendorf. In der Schule habe ich gelernt, lang ist es her, dass Pygmäen Zwerge sind. Das stimmt nicht. Hier der Dorfchef mit seiner Familie. Sie sind häufig etwas kleiner, feingliedriger. Aber viele Pygmäen sind völlig normal gebaut. Als Ureinwohner werden sie vom Rest der Welt gern als minderwertig angesehen, ausgenutzt und verachtet. Sie führen im Kamerun eine Randexistenz. Doch nur Pygmäen nehmen es auf, sich in die Berge zu ziehen, die Baumriesen hochzuklettern und Strophanthus zu ernten. Also haben wir uns bemüht, Vertrauen zu schaffen und Kontakte zu knüpfen. Aufstieg zu einem Bergdorf der Pygmäen. Die Frau des Häuptlings dort oben führte uns, das Kind auf dem Rücken, immer barfuß. Kurze Rast. Der Aufstieg dauerte 2,5 Stunden und der Schweiß floss literweise. Endlich oben angekommen. Das ist Panda Jules, der Dorfchef. C'est une gousse. Une gousse, das Objekt der Begierde. Eine getrocknete Strophanthusfrucht mit Samenkörnern. Les grains sont ça et ça. Und dann soll's losgehen. Mettre, mettre. Il m'a
Die Strophantusliane rankt 6, 8, 10 Meter die Bäume hoch, immer dem Licht entgegen. Erfolg, eine Strophantusfrucht. Pandajul schickte 5 Früchte zu Boden. Kartoffeln ernten sich einfacher. You can take him while he's holding the seeds, the fruit. Merci. Merci. Merci aussi. That's from this tree here. Yes. And just fresh. Der Kollege zeigt auf die Naht der Strophantusfrucht. Oh, at the such okay. It will burst, huh? Yeah, it will burst from here. Mm-hmm. You have to start opening now. Mm-hmm. When it gets dry, then it opens. Mm-hmm. And then wenn die Frucht reif ist, platzt die Naht noch oben am Baum und die Samen werden frei. Jeder Samen hat seinen eigenen gestielten Federschopf als Flugorgan. Sehr bien. Jedes Samenkorn enthält gut 5% Strophantin. Dafür die ganzen Mühen. Unsere Welt ist schon lange aus den Fugen geraten. Viele Menschen haben ihr inneres Gleichgewicht verloren. Bei uns regiert der Stress, der Ernst des Lebens. Zu wenig Frohsinn, zu wenig Lebensfreude. Für ein stabiles inneres Gleichgewicht wollen zwei Seiten ihr Recht. Einatmen und ausatmen. Anspannung, Leistung und innehalten. Ruhe, innerer Frieden. Herzkranke sind häufig deshalb herzkrank, weil ihr Ruhepol unterdrückt und blockiert ist. Das Herz krankt in unserer Welt. Zu viel Zwang und Anspannung, zu viel Rationalität, zu viel Beherrschtheit. Zu wenig emotionale Schwingung, zu wenig innere Freiheit. Zu wenig spielerische Leichtigkeit. Strophantus ist ein Gewächs des Urwalds, ein Kind der Wildnis. In seinen Samen findet sich Strophantin. Doch nicht nur in diesen Früchten des Waldes, auch im menschlichen Organismus wird eine dem Strophantin zum Verwechseln ähnliche Substanz als Hormon in den Nebennieren gebildet. Strophantin stimuliert in unserem Körper die verschiedensten Prozesse, die der Beruhigung und Entspannung dienen, der Erholung und Kräftigung. Es hilft zum Leben.
Strophanthin ist eine großartige Medizin für Herzkranke. Es beruhigt den Herzschlag, öffnet die Blutgefäße, senkt den Blutdruck, entsäuert und kräftigt den Herzmuskel. Strophanthin schützt das Herz. Herzanfälle werden seltener, man kann wieder freier durchatmen, kommt die Treppen besser hoch, man fühlt sich ruhiger und wohler. Strophanthin hilft in unserem leib-seelischen Zusammenspiel, das aus dem Tritt geratene innere Gleichgewicht wiederzufinden. Für die Pygmäen ist Strophanthus Heilmittel und Gift zugleich. In diesem Dorf von Pandajul wird Strophanthus noch heute als Pfeilgift zur Affenjagd verwendet. Ene ist der traditionelle Name. Dabei kommt es wie immer auf die Dosis an. Im kraftvollen Dosisbereich ein Pfeilgift, im Mini-Bereich eine segensreiche Medizin.